Suchen Sie auch eine Antwort auf Ihre Fragen? Eine Lösung für Ihr Problem? Sind Sie auf der Suche nach Ihrem nächsten Rezept? Oder einer Geschenksidee? Oder sind Sie auf der Suche nach Ihrem nächsten Anmachspruch? Wollen Sie auch wissen, wie man ein Eichhörnchen aus Ihrer Toilette entfernt? Oder sind Sie dabei herauszufinden, wie man aus Versehen ein ganzes Gebäude in Brand steckt? Wenn ja, dann ist Google genau das Richtige für Sie. Google hat immer eine Antwort. Google, kennst du diesen Song? Tan, 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 tan. Es wurde keine mit einer Suchanfrage tan, 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 tan übereinstimmende Dokument gefunden. Okay, Google hat fast immer eine Antwort für Sie. Warte, aber was ist, wenn Google eines Tages gelöscht wird und wir dann nicht mehr googeln können, was mit Google passiert ist? Schnell, noch die Antworten auf unsere wichtigsten Fragen googeln. Google, wie zerstört man ein Nokia-Handy? Google, wie versteckt man einen Knutschfleck vor seinen Eltern? Google, warum hat Cinderella ihren Schuh verloren, obwohl er ihr doch so perfekt gepasst hat? Google, wie lange kann ein Mensch in einer Box überleben? Also nicht, dass ich es versuchen würde. Google, was passiert, wenn man eine Socke in einen Toaster gibt? Google, wie repariert man einen Toaster? Google, die besten Angebote für einen neuen Toaster? Google, bist du eine Frau? We believe Google is a woman. Es gibt Momente, in denen Google uns geholfen hat, aber es gibt leider auch Momente, in denen es uns betrogen, hintergangen hat. Fake News. Situation. Vortrag in Geschichte. Erstes Ergebnis, Wikipedia. Wir, Copia in Colla. Vortrag on point. Lehrer, welche Quellen hast du denn benutzt? Wikipedia. Note? Fair. Genug. Wir wollen uns bedanken. Für die guten Taten und die guten Noten, die Google uns beschert hat. Also wenn die Lehrperson nicht mitbekommen hat, dass wir Wikipedia benutzt haben. Für all die Momente, in denen Google für uns da war, wenn wir niemand anderes hatten. Deshalb legen wir jetzt zu Ehren Googles 5 Sekunden Stille ein. Okay. Danke. Bye. Bye.